So, herzlich willkommen zum achten Let's Play von Asterix und Obelix, der Kristallhinkelstein. Ja, jetzt müssen wir erstmal bei den Römern vorbei und dürfen uns nicht entdecken lassen. Ja, dann müssen wir wieder von hier vorne anfangen. Die machen hier noch Porto hier schon wieder. Solange wir sie nicht auf Bere. Ups, du hast entdeckt. Solange sie nicht auf was machen? Wolltest du auf Bredouille. Hä? Bredouille? Oder Jungin? Hm. Sie kommt auf unsere Seite. Hört ihr auch wieder ab. Wir sollten auch mal weg sein. Ja, ich glaube mal, weil es lieber Römer sind, dürfen wir uns nicht entdecken lassen, weil sonst Obelix auf die einen schlägt und dann war es das für die. Ah, schnell zurück. Na, dreht euch um. Was kommt in den Hinkelstein geflogen? Bam! Oh, dann da sind noch welche. Na, wir gucken die. Boah, ja klar. Gucken wir mal unten rechts nach. Wir sind nicht mal, ob sie uns überhaupt die Helme abziehen jetzt mal. Ich habe jetzt nicht auf der Zahl geguckt. Hoppala. Bin nass geworden. Hä? Wir haben mich doch gerade noch versteckt. Oh, das wäre so geil, wenn man die vermöbeln könnte, ey. Wir dürfen aber nicht. Ja. Hier gibt's nichts zu sehen. Marschiert weiter. Boah, wie viel sind da noch? Zu viele. Zu viele Ömer. Sagt man die Kreter oder die Kretens, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Boah, wie weit kommt ihr noch? Moment, da finde ich. Boah, ja klar. Das haben sie auch ein bisschen dämlich gemacht. Was meinst du? Es gibt auch keinen Unsichtbarkeitszauber. Nee. Du hattest als erstes entdeckt. Wenn es zu lange dauert, wird das Video einfach wiederholt. Vielleicht müssen wir irgendwo hier oben lang. Da sind auch wieder zwei an einem. Zwei Truppen an einer Fläche. Zauern sie da. Oh, kommen sie von der Seite, dann kommen sie da. Jetzt merke ich mir mal die Helme. Weil wir wissen, ob die überhaupt abgezogen werden. Wenn sie uns sehen. Ja, hallo, haut ab. Ja, klar, die haben uns sogar. Ey. Das hören sie komischerweise nicht, wenn man da irgendwo hinschlägt. Nur wenn man gesehen wird. Also haben die Gehörschutz oder irgendwas drin im Ohr. Ja, man kann doch nicht mal ganz nach rechts gehen. Ja klar, ey, das geht ja nicht. Oh. Menno! Asch! Da sollten Geländer hin! Guck mal, was hier unten ist.
Soll mal Dullenblitz sein. Ja, ein bisschen scheinen sie uns abzuziehen. Wir hatten irgendwie 493. Ja, Tatsache. Sagt man die Kreta oder die Kretans, Asterix? Mir ist es lieber, wenn du gar nichts sagst, Obelix. Ja, da kommt von da oben schon wieder welche. Das haben sie irgendwie dämlich gemacht. Na los, dreht euch schon mal um, endlich. Oh ja, klar, ey. Boah, ist knapp. Schnell weggeschlingelt. Komm mal, ne, wir sind doch noch da oben. Leider. Ja, jetzt warten die da, wie soll man sich da verstecken? Oder dahinter. Vielleicht hinter dem Ding hier. Komm, wie weit die runterkommen. Vielleicht wenn sie komplett oben ist, dass wir uns da drin verstecken. Unter dem Turm. Sobald sie komplett unten sind, dass wir. Idefix, sei leise. Na! Es gibt auf dieser Insel nichts zu essen, Asterix. Das nennt man Boah, die endlich, Diät, mein du lieber Obelix. Also. Ich hätte die lieber verprügelt. Du auch, ja? Ja. Die werden so geflogen, die hätten wir gleich nach Port abgeliefert. Das sieht schön aus, diese ganzen roten Ständer. Nicht wahr, Obelix? Solche haben sie nicht einmal in Rom. Naja. Diese Ständer sind weitaus weniger schön als mein Hinkelstein. Nicht wahr, mein Hinkelstein? Als ob der mit dir einsprechen würde. Du zu reden, als wäre er ein Haustier, Obelix? Das ist wirklich peinlich. Ich rede mit meinem Hinkelstein so, wie ich will. Und wenn Herr Asterix eifersüchtig ist, kann er sich ja einen dieser roten Ständer nehmen und mit ihm sprechen. Na klar. Idefix, misch dich jetzt nicht auch noch ein. Ich bitte dich, Obelix, fang nicht schon morgens an zu schmollen. Los, komm, mein Hinkelstein, wir gehen. Du weißt schon, dass da dein Hund dein Haustier ist. Und nicht der Hinkelstein. Ja. Wer braucht? Keiner. Ja. Aber wolltest du nicht vergammeln lassen? Ja. Guck mal, was hinter noch ist. Ah. Guten Tag, alter Mann. Sind Sie der Einsiedler, der ein Fragment dieses Hinkelsteins hier besitzt? Ja, ich bin Irsinnis der Weise und... Ein Fragment? Welches Fragment? Ach ja, das Fragment. Wenn ihr mir eine Frage zum Fragment stellen möchtet, müsst ihr zuerst meine Frage beantworten. Ja. Ja. Also, frag uns, was du willst. Wir antworten. Das Rätsel. Das rätselhafte Rätsel. Er ist ein bisschen vage, dieser Krete. Von welchem Rätsel spricht er, Asterix? Hört euch das Rätsel an. Hier ist das Rätsel. Ich bin ein Lügner. Wenn es wahr ist, ist es falsch. Wenn es aber falsch ist, sage ich die Wahrheit. Hä? Müssen wir jetzt sagen, ob es wahr oder falsch ist, Asterix? Wenn wir die Wahrheit wollen, ja. Aber wenn wir sagen, dass es wahr ist, obwohl es falsch ist, liegen wir eventuell falsch. Und wir wollen ja nicht falsch liegen, nicht wahr? Die Antwort deines Rätsels lautet, Irrsinnis, dass es immer schwierig ist, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Gute Antwort. Die Runde geht an den kleinen Bärtigen. Bravo. Ja, klar. Die Prüfung bestanden. Was wollt ihr wissen? Naja, wo sich das Fragment befindet. Wie ausgemacht, Irrsinnis. Ach ja, das Fragment. Wo ist das Fragment? Das ist die Frage. Es wäre gut, wenn Sie sich ein bisschen konzentrieren könnten, Irrsinnis. Die Zeit drängt und... Die Kluft
Nur die Kluft, die pufft. Und hinter der Kluft ist der Abgrund. Und im Abgrund das Fragment. Das Fragment ist in diesem Abgrund? Das habe ich doch gerade gesagt. Ihr seid nicht sehr aufmerksam, Gallier. Aber wo genau in diesem Abgrund? Wo? 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 Ich bin kein Kauz, also redet mit mir gefälligst in einem anderen Ton. Das Fragment ist im Abgrund verloren gegangen? Nehmt euch vor dem fluchbeladenen Labyrinth in Acht, ihr armen Irren. Los, Alex. Wir lassen Irrsinnis sich ein bisschen ausruhen und schauen uns einmal diesen Abgrund an. Na klar. Mal gucken, was das hinten war. Aha. Ach was? War nur ein paar Helme da drin im Busch. Ach so. Mal sehen, wie irrsinnig das Labyrinth ist. Falls es ein Labyrinth ist. Ja. Nicht, dass es wieder nur so eine kleine Höhle, ein Hohlraum ist. Nehmen wir mal ein wenig Feuer. Da war. Ne, das war anders. Oh, ich muss ja gucken, wir erstmal, wie das nochmal war hier. Boah. Ah, genau so war. Hab auch schon den gerade einen Zaubertrank genommen. Also anziehen kann man so auf jeden Fall nicht. Hätte man aber denken können. Ich glaube, wir sind im Labyrinth des Minotaurus. Wenn du den Eigentümer dieses Ortes kennst, Asterix, können wir ihn doch fragen, ob er weiß, wo sich das Fragment befindet. Der Minotaurus ist halb Mensch, halb Stier. Ich kenne ihn nicht persönlich. Kein Zweifel, dass Irrsinn es hier das Kristallfragment und vielleicht auch seinen Verstand verloren hat. Mensch, halb Stier? Ich bevorzuge einen Stier am Spieß. Und zwar einen. Na ja, klar. Die Spinnen, diese Einsiedler. Asterix, mein Hinkelstein sagt mir, dass wir aufpassen sollten. Obelix, hör auf damit. Hinkelsteine sprechen nicht. Abwärts. Volle Frühfalltower. Was für ein Fall. Geht es euch gut? Idefix und mir, ja. Aber mein Hinkelstein vibriert etwas komisch. Na, jetzt sind zwei Wege hier. Aber welcher Weg ist der richtige Weg? Ja. Das letzte Fragment. Der Kristall. Da haben wir ja schnell gefunden. Ja. Wenn das keine gute Nachricht ist, wir können endlich nach Hause und ein paar Wildschweine essen. Unter der Erde zu sein, macht mich hungrig. Beim Teutates? Der Kristallhinkelstein befiehlt jetzt die Metalle zu sich. Glaubst du, er kann noch zwei oder drei Wildschweine bestellen? Nicht gleich losfliegen. Geht nicht so einen Quatsch. Ja, die Konsole wird nur wieder laut. Ich habe gesagt, dass der Kristallhinkelstein das Metall anzieht. Nur ein kleiner Effekt aus dem Lüssel. Dieser Stein ist wirklich erstaunlich. Interessant. Ich frage mich, ob dein Hinkelstein uns nach oben bringen kann. Mein Hinkelstein kann alles, Herr Asterix. Nein, der kann nicht alles. Ja. Alles in dieser kryptischen Grotte ist unbeschreiblich, Obelix. Die Säulen sind groß und die Höhle ist gigantisch. Ja, oh, da ist er. Ganz schön groß gewesen sein. Paralysiert war rein, ich bin in den Schlupf gefallen, so ist auch da. Na, bist du noch nicht fertig, mal? Dazu musstest du zu Feuer wechseln. Da habe ich einen geguckt. Oh. Magni. Ich glaube, das Ding hier musste bewegen mit dem Hinkelstein. Ja. Hä? Hä? Was ist mit mir los? Warum war ich benebelt? Kann mir das mal jemand erklären? Hm. Da ist auf jeden Fall ein Schalter. Ja, und wie sollen wir da reinkommen? Du konntest, ja, so geht's auch. Ach so, also. Mit dem Magnetismus. Die Stiere kann man also nicht anzünden, wie es aussieht. Nö, die sind nur Deko. Uiuiui. Aua!
Aua! Uiuiui. Da muss man ganz schön aufpassen. Ey! Mach das nicht nochmal! No. Du hast mich einfach runtergeschubst. Mit deinem Hinkelstein. Haha, daneben. Autsch. Was ist los, Obelix? Du siehst nachdenklich aus. Das ist diese neue Kraft, Asterix. Ah, für uns. Ja? Erinnert mich an Magnetix, den Droiden. Ja, also ja. Wim. Hm? Ah, da. Futsch. Da ist offen. Ah, verdammte. Na, jetzt ganz auf. Jetzt so. Au. Boah. Fiese Falle. Das Ganze. Menu, das ist unfair. Ich mag das nicht. Mann, hört dann mal die Betäubung auf. Wenigstens bleiben ein paar Sachen. Den muss ich wieder machen. Jetzt. Endlich wieder. Auch nicht gleich so. Aber Vorsicht, da wird scharf geschossen. Gucken, ob ich den da bewegen kann. Ja. Uiuiui. Jetzt so. Und nochmal. Ja. Ja, was soll das denn? Ja. Plumps. Auf jeden Fall ist das ein riesen Schutzschild vor denen geschossen. Bei dem ich aktiv hatte, war ich dazwischen und da ist nichts gekommen. Da. Da. Mhm. Also, warten. Oh, hier irgendwo. Ah. Why? Also, das war nur für den Kranz. Autsch. So, und zack. Mal den Schutzschild an. So, jetzt ja. Huch! Bin runtergeplumpst. Das dauert zu lange, die Regeneration. Ja. Hallo, das war gerade ungünstig. Ich war noch nicht da. Musst du das erstmal umdrehen, aber dir. No. Immer in drei Herzen. Ja. Autsch. Das war der dumme Pfeil. Geh du schon mal nach unten? Den zwei. Da fliegt ein Pfeil. Ja, aber guck mal, wo du stehst. Also kannst du auch runter. Autsch, wenn ich wenigstens. Ah! So geht's auch! Sag mal, Asterix, glaubst du, wir begegnen dem Minotaurus? Aua, auch? Das ist nur ein sagenumwobenes Wesen. Wieder Zyklop. Das wäre so auf. Ah, nimm du den.
Boah. Guck mal, ob du was machen kannst. Und jetzt. Jetzt. Ah! Hm. Du musst den erstmal ranziehen. Na los, lade ich auf. Oh, das war eben doch fies. Das müssen wir jetzt mal ranholen hier. Wo rein? Damit du da raufspringen kannst. Bleib mal da hinten. Na, warum haut der schon wieder ab? Jetzt hast du ihn nicht. Dann war es früher. Mal gucken, ob ich auf außerhalb des Dings sein kann. Nee. Ah, hier, da hätte man das Spiel vorher drauf kommen können, dass hier Lücken sind. Autsch. Ich bin auf dem Felsblock. Ich bin auf dem Ding ja sicher. Ja. Ich muss mir erstmal wieder aufladen. Aber das ist das Geile, dass man endlich lebt, solange wie das Spiel 1 erlebt. Ja. Na, das war die Gänge nicht. Ich wollte jetzt den Stein reinholen, ja. Oh, just. Perfekt. Wenigstens das hat funktioniert. Ihr blöden Stacheln! Hier vorne ist das Ding gewesen. Was ist das? Oder muss ich vielleicht anders werden? Da musst du wohl lang. Irgendwie muss das da raus. Ja. Das ist ja so komisch. So komisch. Wie soll man den an den Schalter kommen, wenn man das da oben, wo du bist, nicht aktiviert kriegt? Und hier kamst du ja nicht rüber, stimmt's? Ja. Über diese Lücke. Ah, hier ist doch was. Ah, da hätte man das mal vorher drauf kommen können. Oh, jetzt kannst du. Nee, da sind Stacheln. So, jetzt kannst du wieder zurückgehen. Aua. Autsch. Doppel-Autsch. Oh, zu viel gedreht. Schon wieder so viel. Jetzt haben wir.
Au, 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 aua. Schnell weg, da kommen die Statuen raus, so jedenfalls. Schalterträger. Ah, jetzt haben wir einen. Ah, so ist das. Erst wenn wir den Schalter berühren, dreht sich das also. Hm. Ah ja, du kannst hier unten durch. Dann kannst du drüber huschen. Ja. Ich glaube, du musst da. Du kannst das auch. Oh, das. Weil. Hier ist es nämlich wieder spitz. Irgendwie wurde ich da reingezogen. Also der Dungeon ist wirklich schon knackig. Und das nicht zu knapp. Ja. Wie könnte man das schaffen? Jedenfalls musst du auch hier rüber, weil ich sonst nicht weiter kann. Ja. Oh, ich hab schon was gefunden. Oh. Ah. An dem aktivieren wir den Schaltschuss. Aua, aua, aua. Lass du durch, ja. No. No. Ey, das ganze Ding nochmal. Nicht das Ganze. Ah ja, genau, hier. Ah, jetzt wissen wir wenigstens, wie man da rüber kommt. Durch das hier vorne. Oh, das war knäppelig! Ja, und Mann! Jetzt wissen wir jetzt, wie das war. Man darf nur ohne den Schalter nicht berühren. Ja, jetzt kann sie da rüber. Hier erstmal einen Schallschuss, weil jetzt kommen wir durch. Geh mal. Ah, ne. Kann das jetzt funktionieren? Oh, ey, das ist doch immer dämlich, wenn beide gleichzeitig runtergehen. Runtergeschubst werden. Boah. Ich stehe ja zum Glück noch hier oben. Ja, also das wird auf jeden Fall ein sehr langes Video. Ja. Wir haben jetzt schon nicht mehr viel Zeit. Ja. Scheiß drauf. Ja.
diesen Treffer nehme ich gerne in Kauf. Das war das, wo ich ein bisschen machen muss. So. Ah. Au, au, au. Was war denn nicht hier drauf gewesen? Komm mal hier rechts bei mir. Ja. Wieder hier bei mir. Aber das Problem ist, ich darf den Schalter nicht berühren. Dann dreht sich das, ja. Ja. Ja, jetzt haben wir den Schutz. Aber wie sollen wir das jetzt machen? Das ist jetzt komisch. No. Dir stören die Dinger nicht. Weil du zu klein bist dafür. Zu schmal. Ich bin zu schmal. Ja. Gucken, ob ich das von hier auslösen kann. Das sind nur die Dinger. Wenn ich den drehe, dann... Ah, ich habe eine bessere Idee. Ich habe jetzt eine Stelle von... Hä? Da muss ich den Schutzschild nochmal aktivieren. Ja, dann mache ich den hier vorne. Ja. Warte erstmal bis da unten bist, dann kann ich den einzelnen drehen. Du kannst ja da einfach durch. Da, dann bräuchte ich jetzt nur noch den einzelnen. Oh, ah! Was war das eben? Ich war in der Schussbahn. Wie war es denn die ganze Zeit vor und unverwundbar? Die sind da links und rechts an mir vorbeigeflogen. Ach so. Ja, so geht's auch. Ja. Auch wenn das eigentlich nicht Sinn der Sache war, ja? Ja, anders jetzt nicht. Na los, komm zurück hier, der Teil. Du meinst die Plattform hier, ja? Ja. Ich hoffe, dass jetzt hier ein Checkpoint ist. Ah, ich will schon was sagen. Erstmal muss ich den aktivieren. So. Ja, jetzt kannst du. Jetzt. Gut. Deine Plattform scheint irgendwie schneller zu sein. Hier vorne muss jetzt ruf auf den Schalter. Geh mal und. Zack. Oh, schade. Ne, muss ich auch. Ah doch, muss er hoch. Hm. Dann muss ich wieder den aktivieren erstmal. So. Und. Jetzt haben wir ihn. Ich mag Inseln, da denkt man an Urlaub. Wir sind nicht im Urlaub, Obelix. Wir haben eine Mission. Ah, da vorne muss doch rüber. Und nochmal. Kannst du von da oben, dann kannst du gleich das Essen holen. Nimm die oberste Plattform. Und jetzt. Sobald er aus dem Tempel rausgehen, wird die Aufnahme erstmal beendet? Ja. Und jetzt? Ah, ich. Ah, genau. Hm. Close!
Hat er plumps gemacht. Also mit der Wartezeit, das haben sie richtig schlimm gemacht. Wenn man so lange warten muss, oder? Hm. Boah, ist knapp eben. Ah, lass uns ruhig. Wie soll man das machen jetzt hier? Ah, ich hab den Täter schon gefunden, genau. Und jetzt noch. Jetzt machen wir einen Clash. Ne, den Kranz lassen wir jetzt da rüber. Auch wenn ich es nötiger gehabt hätte, aber... Ist jetzt Wurst. Mach mal den Weg frei. Ja. Boah. Ich wollte schon holen. Die Dinger können wir nicht runter. Ah, hier. Oh je. Hoffentlich ist das kein Timer. Die zweite Etage erreichen. Na klar. Ah ja. Mal gucken, ob wir nochmal raus können wieder. Zieht das Ding schon an. So dass wir hier Stör schützen können, ja. Da bin ich jetzt gespannt, davor hochkommen. Ja, boah. Upsala, was war das denn für ein Bug? Keine Ahnung, warum Asterix und auf einmal runter war. Och nee, ich mal locker schon wieder. Du schon wieder, Marius Sakenplus? Verflixt nochmal, Ekus. Du bist uns bis hierher gefolgt. Gib mir jetzt sofort diese Waffe. Ich kann sie besser gebrauchen. Vergiss es. Vergiss es, Schmalzlockus. Dann bring doch mal ein paar Römer vorbei und nicht so eine halbe Portion hier. Also mal ehrlich. Da braucht man ja noch nicht mal Zaubertrank für die Heimteile. Für diese Hungerarten. Ja. Das kommt schon. Aber mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Ah, du warst K.O. Setz am besten einen Zaubertrank ein und mach die zur Schnecke. Ich will aber keine Schnecke machen. Bam, jetzt gibt's die Ärger. Batsch. Oh, jetzt fliegen die aber richtig.
Autsch. Okay. Hey. Der hat doch Langeweile gehabt, dieser Römer. Waren das etwa alle? Ne, jetzt kommt. Hier ist noch ein Centurio. Quatsch. Obelix. Ich kann mich nicht erinnern. Schlotter. Was bist du dran, ihn endlich zu begrüßen? Ich glaube, ich bin dran, Asterix. Mit dem Winkelstein. Mit dem Winkelstein. Boah, der ist geflogen. Mit dem Winkelstein. Ich habe mal so weggeklatscht. Boah. Wo war denn schon mal das Lokus? Ob wir den nochmal sehen? Ich glaube ja. Wenn wir einer so versuchen zu finden. Uiuiuiui. Noch mehr Fallen. Wer hat beschlossen, dass Kreta heißt? Nemo. Du. Wer? Nemo. Das ist Latein und heißt niemand. Falscher Modus. Dreieck. Du warst noch im Feuermodus, ja? Ja. Au! Das könnte wehtun. Autsch. Zum Glück sind die Dinger nicht zu schnell. Könnt ihr mal wieder runtergehen in den Spitzen? Ihr Stumpfen. Autsch. Oh, was ist denn hier los? Weiß nicht, was hier los ist. Mann, viel zu viele Wege schon wieder hier. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Ah, da ist ein Schalter. Ah, sowas ist das. Wir müssen mehr aktivieren. Ach, Nene. Miau. Boah, komm denn fast durcheinander. Runtergeschubst. Ich wurde runtergeschubst. Was hat das jetzt gebracht? Dass die Dinger sich hier andersrum drehen. Also. Oha, es wird kritisch. Ja, wir haben ja zum Glück so eingestellt, dass wir 10 Minuten Sicherheitszeit haben. Ja. Huch! Kann man das nicht mal ein bisschen beschleunigen? Danke. Oh. Oh, ich hoffe, wir kriegen Upgrades. Ganze 10 Sekunden, das dauert wirklich ein bisschen. Das dauert ein bisschen zu lang. Ja. Ja. Und. Oh, deshalb. Ah. Boah, Menno. Warum hast du nicht gesagt, dass es da lang geht? Ah, ey, warte noch. Was du früher gemacht. Jetzt. Oh, verpackt! Jetzt. Oh, jetzt bin ich dran gewesen. Geh du weiter. Du kannst mich wenigstens reinziehen. Das muss nicht tot mal am Boden hinweisen anbringen können, damit man den Ausgang findet. Das ist das Geile, weil du kannst es wenigstens machen. Ja, du kannst mich leider nicht ranholen. Oh, was ist da los? Wow, ein bisschen zu schnell. Schon besser.
Geh los. Au, au, au. Au, ouch. Ich glaube, das ist wieder am Anfang. Oh, zum Glück. Ne, hier. Zum Glück hier. Ja. Haben wir auch gleich schwer gemacht. Erst war der Anfang total einfach und dann auf einmal so eine Sachen, ja. Geh du durch. Ah, wir lassen den Kranzer jetzt. Dauert mir dann zu lange. Da bist du. Da, den zünd ich erstmal an. Ja, klar. Ein paar Amys. Ein paar Hortensiens. Oh, da fehlt noch irgendwo noch ein Ding. Boah, ich hab keinen Bock. Huch. Bin da! Jetzt müssen wir noch den hier unten machen. Hä? Magnetismus? Nee. Irgendwas übersehen. Gucken wir mal, auf, ob hier unten noch ein Weg war bei den Dingern, ja. Und noch. Ja, hier geht's noch weiter. Boah, ja klar, wie soll das funktionieren? So schnell bin ich ja nicht. Zum Glück war das Ding nicht zu weit weg. Das ist einfach zu schnell, das Teil. Ja, irgendwie schon. Aber man schafft das. Du hast es nämlich fast geschafft gehabt. Ja, wo du schneller bist. Eigentlich, Rainer ist der Einzige, der da durchkommt. Nee, du kommst auch durch. Ja, aber Obelix ist zu langsam. Man muss wirklich gleich anfangen. Warte jetzt mal, bis du hier vorne bist bei mir, ja. Alter Verfall! Alter Verwalter! Geh ein bisschen dahin, wo Edelfix ist, erstmal. Das ist ganz knapp an ihm vorbei. Ja, das sind Stücke und. Warte, und. Jetzt durch! Rechts. Aha! Mann! Geh mal ein Stück zurück. Huch! Da bin ich zu früh abgebogen. Hast du auch gemerkt, ja? Ja, ich hoffe, dass er nie macht keinen Krach bei den Timer. Weil die Sicherheitszeit will ich jetzt nutzen. Eine Minute. Wenn ihr jetzt ein Geräusch hören solltet, das ist der Timer, den wir hier eingestellt haben. Der ist nämlich bald abgelaufen. Ja. Soll ich das am besten versuchen? Ja. Ja, dann mache ich das am besten nur mit Asterix erstmal. Oh, na klar, was war das eben? Du wurdest runtergeschubst. Das war nur der Timer. Wir wollen das nicht unbedingt schaffen, ja. Oh, da unten ist auch noch so ein Ding. Hör mal, Asterix, ich sehe nichts. Es ist halt nicht so hell, ja, oben. Du bist schon mal da. Huch, aua!
hast den Sprint verwendet, ja? Ja. So, kannst durch. Bleib du mal bei mir, damit ich den... Autsch. Dass man einen dicken machen kann, ja. Dann kann ich mit den kleinen machen, ja. So, und jetzt kommen wir durch. Huch, aua! Hier wechsle ich mal auf Feuer. Vorsicht, Feuer! So. Bin da! Da muss ich wieder auf Magnetismus wechseln. Um den ranzuholen, den Stein, ja. Nicht Stein. Jetzt haben wir den schon mal mit dritter schon mal gut. Ich habe das keinen Timer drin. Mann! Geh du durch, am besten. Ja, wow. Timer. Oh. Und jetzt. Wow, Plumps. Oh, und ich würde immer mit dir zuhören, das ist ein Nachteil. Ah, lass den jetzt da. Das ist der Nachteil, dass man mit Obelix das nicht machen kann. Mist! Die hätten das ruhig so machen können, dass Obelix auch die Fähigkeit hat. Das ist nämlich das Problem. Oh. Ich hab schon mal rüber geschafft. Na ja, toll! Oh. Das ist das das ist leider das Problem. Oh. Kannst weiterlaufen. Ich wurde runtergeschubst. Das ist schwer zu timen. Klatsch. Schon mal runtergeschubst. Das Problem ist, ich wurde wird immer mitgenommen, weil du ja da sonst nicht durch kannst ohne mich. Ich würde sagen, wir machen hier Stopp, oder? Ja. Würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video war und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Ciao. Das war dann zu lange. Hm.